Hallo liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mach dein Ding. Da ich das letzte Mal Bascho vernichtend geschlagen habe, bin ich heute euer Showmaster und begrüße zwei neue tolle Gäste hier, die sich jetzt beide selber vorstellen dürfen. Zu meiner Rechten. Ja, ich bin's, der Uwe, auch genannt Hühne, und freue mich auf das Duell mit Leopold. Und zu meiner Linken. Der Leo, ja. Ich habe die erste Folge gemacht, ich werde die letzte machen, deswegen ist eigentlich klar, wer gewinnt. Sehr gut. Kommen wir auch gleich zum ersten Spiel. Es nennt sich Asian Chopstick Run. Ihr habt Stäbchen parat, ihr habt Schalen parat, dort sind Figuren und alles Mögliche. Die werden dann in die andere Schale transportiert mit den Stäbchen. Und ja, werdet einmal hier rumlaufen, von links nach rechts. Bin gespannt, wie ihr das macht. Wunderbar, verstanden. Dann würde ich sagen, an die Stäbchen, fertig und los. Oh. Das ist ja Amateur auf dir. Ich würde sagen, da sieht man, wer häufiger chinesisch oder japanisch. Lass mir noch mal Zeit und versuchen, ob ich das hier hinkriege. Spar die Krafthühne. Das mache ich auch. Da kommt raus, dass ich noch nie beim Asiaten wirklich war. Wann sind die 30 Sekunden vorbei? Wie lange haben wir noch? Ich spare ihm auch die Kraft. Kannst du ihn noch hier übertragen? Guck mal, Pübele. Ich hab ein schönes Wochenende. Ich habe ein schönes Menü zusammengestellt. Top Spiel, gefällt mir. Ich habe vorher nichts anderes erwartet. Also, ich glaube, es sieht relativ deutlich aus. Hier. Der Leopold hat ja, ziemlich klar gewonnen. Bühne. Ja, hier. Nee, da, glaube ich. Wollte ich euch nicht zeigen. Die erste Runde geht klar an Leopold. Top. Kommen wir zu Spiel Nummer 2. Liebe SCP-Fans, die Fragen kennt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen. Wir machen jetzt wieder ein wunderbares Quiz. Und da ihr beiden ja schon länger beim SCP seid, ja, glaube ich, dass ihr sicherlich die ein oder andere Frage wissen müsstet. Gut. Es sind genau 5 Fragen. Wer die meisten Fragen ja, richtig beantwortet hat, gewinnt das Spiel. Und da legen wir gleich mal los. Wer erzielte beim Westfalen-Pokalfinale 2017 kurz nach der Halbzeitpause das wichtige 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte? Wer war das jetzt? Ich würde sagen, das war gleichzeitig. Ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck. Nein! Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war Van der Wiepsen. Richtig. Ich hab's gelesen. Kurz für euch. Also ich wollte gerade sagen, die Fragen sind ja bekannt, oder nicht? Ich würde euch auch also Antworten vorgeben. Also, Sie müsst jetzt nicht gleich draufkloppen, sondern könnt ja, auch noch abwarten. Ich glaube, das hier blamieren oder kassieren. Ja. Genau, eben. Ja, okay, gut. Welcher Deadshot? 1:0 für Hühne. Das ist eh nur eine Reaktionssache, denke ich. Frage Nummer 2. Aus wie vielen Metern erzielte Moritz Stoppelkamp in der Partie gegen Hannover 96? 82,3 Meter. 2:0. Bühne. Leopold. Was ist los? Druck setzen hier. Also ich muss echt sagen, die Frage außer alles bodenlos. Okay, Frage Nummer 3. Was war der höchste 2:0-Sieg des SC Paderborn 07 in den letzten 6 Jahren? 6:0? Richtig. Sehr gut. 2:1. Es kommt eine ganz tolle Frage, ich mich sehr freue. Wofür steht die 72, die unser Trainer auf seiner Kleidung? Geburtsjahr. Seinen Cap und seinen Mundschutz trägt. Geburtsjahr. Richtig. 2:2. Entscheidende Frage. Entscheidende Frage. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Sehr schön. In welcher Saison übernahm die Bettela AG das Namensrecht für unser Stadion? Boah. A. 2013/2014. B. 2012/2013, C. 2011/2012, D. 2014/2015. Was ist denn, wenn man falsch ist? Kriegt der andere den Punkt. Okay. Ich sag Antwort D. Ich hätte C gesagt. Ihr seid beide falsch. Aber der Punkt ist der Punkt. Ja, auch mal klar. Antwort B. 2012/2013 wäre richtig gewesen. Okay. Schade, Hühne. Kein Problem. So ist das Spiel. So ist das Spiel. Ja, ich würde sagen,
das Spiel ist gelaufen. Ich hätte noch ein tolles drittes Spiel gehabt. Aber der Leopold hat seine Kampfansage, ja, krass durchgezogen. Ich habe meinen Worten Taten folgen lassen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also starke Leistung, Bühne. Ja, schäme dich. Schäme mich. Und geh mal asiatisch essen. Ja, das war's heute. Leopold, du bist beim nächsten Mal wieder dran. Das hat mich gefreut. Ja, habt euch alle lieb. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.